Dann, was haben meine Freunde, die sagten, well, don't, ich grabbel am besten Eva, und dann, jetzt sehe ich, am Jahr fang an zu beten, und Gott, die Frauen, von was soll ich reden? Was weißt du, Han, was die Wort wichtig sind, und das sind Mutterstach. Und ich drehe durch meine Bibel durch, und ich kicke, und ich bete, und Gott, der hat uns mal ein ganz besonderer Weg, der hat ein Wort wiesen. Und, ich kann hier, ein kleines Papier fange ich an in meiner Bibel, wo ich nicht weit wieder durchs Nanje komme. Und Gott gibt mir die Antwort durch. Und ich will Ihnen das erst auf Englisch einmal lesen, dass ein Englisch Karte das sein. Und das sagt, you are chosen by God to be your children's mother. He doesn't make mistakes. Du bist gewählt von Gott, eine Mama zu sein für deine Kinder und heim nicht Fehler. Und wenn ich dort sage, dann frage ich Gott, wo wirst du mir sein mit dem? Wo wirst du haben mit dem? Ich kriege fürste Antwort, und das ist, wovon ich soll reden. Und als ich zu Freunden dann sage, kriege ich fürste den Gedanken, mit Psalm, Kapitel 39, den wird hier in dem Bulletin sein. Und er gibt mir die Antwort. Und ich weiß dann so bald, von was ich soll reden. Und so, du hast mir richtig gemerkt, das wird hier ein Timer worden sein. Eine Mama wird einen Unterschied merkt in dieser Welt. Ich glaube, dass die Welt, wir sind immer jetzt an verschiedenen Levels durch, wo dort einzumal das alles sitzt, dort das utgegiert, alles das ut Kontrolle. Und auf einmal dann der, war er da, aber ich glaube, je mehr wieder worden sein, dass unsere Kinder am guten Fundament gebüht worden, je da wird die Welt sich verändern. Und die Mamas haben eine sehr große Rolle spielen, die in der ganzen Zeit, ich weiß, die Bibel redet immer, dass die Verantwortung aus dem Vater sind, die Jesu Pferde haben und Pferde wegzubringen. Aber die Mama hat eigentlich, ich würde sagen, eine geratere Rolle dabei, als was die Vater hat, wenn er daran denken darf. Wenn die Mama die Brücke hat, das Kind von ganz klein an, das Kind lehrt die Mama, das ganz toll zu tun. Wenn die trägt dort, der hält dort, der besorgt dort, der feiert dort. Und so war es das Kind ab, mit all diesen Dingen. Meist immer, Papa, jetzt schaffen sie aus, ich habe die drei Jahre mehr als Josiah verschieden, einer aus dem Werk, immer weiß, dass ich nicht viel mal sehe. Aber die Mama ist das ganz meiste Raum des Kind. Also wer bietet das meiste an das Kind an? Wer bietet den ganzen Fundament an das Kind sein Leben, als eigentlich die Mama? Wie früher schon viel, hatten das viel mal Duld mit unserem frühen Tod, wie wir leiden, wir reden, wo wir unsere Familie wollen abtreiben, wo wir die wollen behandeln und so weiter. Aber wer ist der, der dann wirklich durch den Tag das anwenden wird? Das war die Mama, nicht so? Die Mama ist der, wo der kleine Baby, wenn er die Schifflut ummerkt und dann sagt, nee, wo den du aber Hand knippst und sagt, no, du sollst das nicht tun. Aber die Mama ist meistens der, wo der sagt, du kostet das oder du kostet das nicht tun. So, wenn wir zwischen den beiden Dingen denken, du kostet das oder du kostet das nicht tun, so, wer hat dann ein Fundament mehr? Und das hat die Mama nicht. Die Mama lehrt dort Kind dort ganz mehr von, was reich und unreich ist. Und dort sind ein von den ganz wichtigsten Dingen, was unsere Kinder können lernen in ihrem Leben. Es wird unerkannt sein, was reich und unreich ist. Dort wird es sein, wenn Gott sein Wort sagt, das sollst du nicht tun, dort sie dann weiten und dort respektieren und essen, was sie nicht sollen tun. Aber wenn er sagt, du sollst das tun, dann wird sie das tun wollen. Und dort fangen wir immer wahrer und wahrer. Und so, ich habe mir dann zwei Monate gedacht, ich war das nun, wo ich dir den Pastor wird schon rüberbringen. Und dann habe ich dann zwei Monate, wo ich denken da, wo ich wohl ein bisschen nennen. Und dort sind Daniel und Timotheus. Wir wollen uns die beiden ein bisschen bekennen, weil es diese beiden mögen alle beiden einen gewaltigen Unterschied in dieser Welt. Daniel, wenn wir kicken, dann yes, haben wir in der Jesu-Report eine große Rolle, der hat spielt mit seinen Freunden und er weiß in Jesu Leben, aber sein Leben dreht sich an der politische Welt. Haben wir den König, haben wir nicht in der Kirche. Und Timotheus, wir kriegen unter anderem sieht, er wird an der Jesu-Report, er wird eine Kirche in Lehrer und er mögt durch und gewollt in Unterscheid. So, wir wollen uns beide bekämpfen, weil es das Beide ist, wo unsere Welt von dir sehr bedürftig an ist. Der fehlt, dass wir Menschen sind, eine politische Amt erstellen, wo du in Unterscheid merken. Und uns fehlt, dass immer wahrer, weil wir eine Kirche in Unterscheid, dass du auch fehlen darfst. Du fehlt an Lehrer. Und beide sehen, von wo wir ben sind. Wir sind in dieser Welt, wir kennen nicht Raum. Uns fehlt der politische Port, um dort in Ordnung holen. Und uns fehlt der Jesu-Port, um eine Kirche, die uns Pferde wegbringen.
Und wir wollen uns diese beiden Männer am besten bekehren, und wir wollen ein bisschen nachchecken, und am Ende werden wir sehen, wo wir uns Topf stellen können, wo passt eine Mama denn an? Und wenn ich denke an eine Mama, dann gehen meine Gedanken drei nur Adam und Eva. Als Adam da leiden wir, dann sehen wir nicht Gott, dass die Menschen leiden wird, so wie wir sein dort, das ist wichtig, dass die Mama du erst willst. Weil wir Männer sollen ohne Mama fertig werden, oder ohne andere Frühjahrs, oder was immer, ich stelle mir bis vier, da würden wir trüdig sein. Und so hier, dann denke ich, dann, wie hier im vierten Beispiel, warum heute der Raben von dem Mond, das will, der soll nicht unter seinen Feind sein, aber nicht über seinen Kopf, der soll mit Sied an sein, der läuft zu sein und unter seinen Schutz. Aber ich glaube, jetzt noch ein bisschen wieder. Wenn wir denken, dann der Rab ist also ein von den wichtigsten Knöcheln des Menschen, wo dann uns Körper band sind. Und Arms und ohne Bein, ich habe so das nicht, die, wo nicht Arms, nicht Bein hat, ich predige wortlich, oder wie ein. Aber wenn heute keine Raben hat, sein Regen, würde nicht gern stumm bleiben. Er würde nicht gern noch so ram sein, als was er hat. Und dort beschätzt du die wichtigste Porten von seinem Leben. Die Lungen, dort horten sie wieder. Also Gott nimmt von dir und dort einfach dort geben. Und er mögt einfach davon. Und ich glaube, er will dort mit Wesen, wenn wir von dir dann denken, er nimmt der ganz wichtigste Port von uns, was uns knirken rührt. Doch wir sollen dann denken können und sein können, dort die Frühes, die Mames sind wichtig. Und wir sind so ja besorgt über unsere Raben. Weil du wirst rutschen, dass er dann Fuß weh. Und so soll er doch sein für die Kinder und die Mama und auch für die Männer und die Frühes. Das soll ein so ja welche Dinge sein für uns. Wir sollen besorgt sein über und auch beschützen. So, und ich glaube, dazu würden wir so von dir da. Und die Mama ist so sehr wichtig an ihm. Wir sind so bedürftig und dort. Dort, die du es dort sind. Und so sage ich uns eine, wir wollen von dir die zwei Männer bekehren, Daniel und von Timotheus, wo sie bad und sei gerade der Unterschied mehr in dieser Welt. Erstens, weil ein Klima mit Daniel checken. Heute hat er einen politischen Port. Und bei wird ein sehr junger Mann, sein Matt genommen wird, ein junger Jung von Israel Matt in Babylon, und sozusagen mit einer Sklaverie. Und so sagt sein, er wird jung. Was geht in deinem Kopf, wenn ihr denkt, dass ein junger Jung Matt genommen wird von meinem Papa war, und ein ganz fremder Land nennen, oft geht er schon Land nennen? Der erste Gedanke, wo dann kriegt, wo wird er mehr und du nicht? Aber da wird es Daniel hat einen Gauder von dem Mann gekriegt, von Thys. Und so sagt er, seine, die Mamas haben eine große Rolle dabei. Sie spielen die von dem Fundamentbühnen, wo alle anderen abgebüht wird, als es mir steht, wo der Mama damit mit zu tun hat. Das wird nicht all die Dinge, die wir finden von Daniel, dass andere dahin gewesen haben, war ich bevor, und ich weiß, dass ich war ein Kapitel sein, wo wir schworen, was du sein, ich geschworen, den Fernen Channing sehen, das sagen, das ist ich nicht. Bloß wenn ich ein Kapitel sehe, oder was immer. Nein, das wird nicht, weil es heute gelehrt, was reich und unreich wird. Was heute sagt, wird, dass alles, was du verarmt wird, dann seht ihr, das können wir nicht eten. Er wird nicht bloß Brömmchen gehen, ohne ein Kapitel. Das wird, weil es heute, dass der Satz von Gott sein wird gelehrt. Er wird an sein Hort bannen. Und ich stelle mir jetzt nur das Bild, das für, wenn du gesehen hast, er ist nicht bis 14 Uhr gewesen. Ich glaube, das war ganz normal gewesen. Er hat seine Freunde zu sehen und gesagt, guck mal hier, das kann ich nicht tun, weil wir wollen ein Kapitel sein. No. Weil Gott sein Wort sagt, das kann ich nicht tun. Und das wird sie deuten. Und heute hat nicht hastig, bloß ich karte eine Tür, der Tavi nicht down, wie es Gott sein Wort sagt, wie sollen nicht down. Ich stelle mich fest, sie haben das in Gebet genommen, und dann haben sie mit diesem Mond zu den angeredet. Schau mal hier. Das wurde wir nicht kennen down, und ich probe das mal auf mit den einzelnen Schaubeln, und die wollen sein, was der Erfolg wird sein. Sie haben noch vertrauen. Doch Gott versprach sein Wort, und das Wort hat, und auf das Tavi bühen. Will sie sagen, probe das mal auf. So haben kein Zweifel darüber, was wird passieren. Und Gott mögt und ihr wollt den Unterschied in diese Jungs erleben an der Welt. Wir haben, wenn wir dann Daniel den Brief durchkicken, dann war er so wie dort, wo er Gott verherrlichen kann. Wo er kann den Menschen wissen, dass ein Gott wird, was allmächtig wird. Wo? Nicht in der Türk. Eine politische Welt mögt das Daniel mit seinen Freunden und ihr wollt den Unterschied. Das Daniel hat gelehrt, dass er muss den Menschen leben. Er muss den Menschen mit Leib angehen, mit Respekt und Abrechtigkeit. Zwei von den ganz wichtigsten Dingen, die wir in unserem Leben können haben. Also wie die Menschen leben, wie die Gott sind und wie abrechtig sind.
Und dort hat das ganz klar. Wenn wir denken dann, wo weit wir das heute laufen, dann hat das gleich, wo das Nebuchadnezzar diesen großen Traum hat, und China die Utlagen können. Dann wird der Befehl, dass die sollen, all die Wurzeln dort deuten, die sollen umgebracht worden. Daniel war das an. Und dann beten sie erst für das Ding, und dann geht er an China und sagt, wo dann wirst du diesen Stadt tun? Weil all diese Menschen mit umkommen. Lud uns ein Betit. Wahrer, wie sein Heu hat vertrauen, dass Gott wird antworten. Und heute läuft eben die Menschen von der Gruppe, die am mitgenommen haben, tüß von Mama und Papa wach, heute läuft er und heute läuft am Rahmen der Leben. Er wird wahrlich, um tschernig zu gehen und sagen, weißt du was, wach ein bisschen. Mein Gott, komm ich feststellen und sage, mein Gott, ich kann das tun. Gib uns ein bisschen Zeit. Und heute im Beten mit seinen Freunden und Gott offenbart, der hat das offenbart. So heute möge du wahr, weißt du, wo allmächtig Gott über alle Jahre und über alle andere boven ever wird. So haben wir in der ganzen hier in der politischen Welt keinen Unterschied. Und ich glaube, wenn wir denken, Daniel, deine Mom, die fangen wir hier nicht an unsere Bibel. Aber ich weiß nicht, du wirst eine Mama, was du hier stehen bei diesem Daniel, sein Leben. Das ist eine, du wirst nicht, dass Daniel all das hier weiß, bis an den Kopf befallen wird von Israel am Wachnu. Wo einmal heute an der Babylon schauen. Da wird so, wo tüß und heim geliert wird, am angesprochen wird und du neigelacht wird, und heute nimmt das mit. Die Menschen, viele, die Zeit ist verschieden, aber da sind viele Gunde und Levelen, der ich dem Jungs von früher gesagt habe, einmal dann glauben sie, dass sie weiden alles, und das nächste Mal dann wissen sie, wo wir bedürftig sie sind. Und Daniel wird an den Staub, wo er Jutz, Eva, da ich nur von einer Seite in der anderen sieht. Das ist eine Zeit, wo alle Jungs und Mädels, die Jungs besonders wollen, nicht tauscht tun. Aber wenn ihnen irgendwas fehlt, dann sagen sie bald bei Mama, hey Mama, was gleich? Und Daniel wird die Rutsch vorbei. Er hat die Rutsch lernen, loslassen und von allem, was er gelernt hat, um von selbst in sein Leben umzuwandeln. Und die ganz wichtigste Zeit von seinem Leben, wo eigentlich die Mama in seinem Leben das meiste Wichtigste wird, wird am wahrgenommen. Aber weil die Mama ihre Arbeit getan hat, der Vater kriegt sie Geld, aber wegen des Exzellenz, die Mama dem Fundament, die Ratsbühne, der in anderen Campus, du noch nach, wo der Vater dort. Der bügt eigentlich ab dort, wo die Mama all gelacht hat. All das Jessel, der nachkämpft. Aber weil es dort Geld getan wird, wird es Daniel, der wird ab Geld ergründet. Er stimmt ab Wort, wo er nicht zweifeln wird. Kreit ihn down, wenn Mama nicht raum wird, kreit ihn down, wenn Papa nicht raum wird. Und heute wird weit auf den Tisch und heute wird gewollt der Unterscheid. Der nächste war aber ein bisschen kicken zu Timotheus. Heute wird ein Jessel geport mir heute ein Unterscheid. Heute wird einer, der eine Kreuz neingesagt wird, auch war er willst du werden von dem Mann gebüht all. Da wird nicht der Paulus, der Timotheus bejehen, der in der West vernöschen und er mögt das Wort von denen und sagt ihnen, ich höre ihn an. Nope. Der hat all einen guten Grund. Wir haben mal checken, für die, die in der Bibel mit haben, nur Apostelgeschichte, Kapitel 16, 1 und 2. Du sagst es dort, du hier redet Paulus, sagt, ich komme nur dabei, und da nur Lystra, und du wohnst ein Jünger, der heißt Timotheus. Seine Mutter wird eine gläubige jüdische Frau, aber sein Vater wird ein Griech. Der Bräuter in Lystra und Ikonien holen Gott von Arm zu reden. Was fangen wir hier? Wir fangen Timotheus hier, der Paulus bejeht am und er sitzt hier ein Mann mit einem Gottes Fundament. Er sitzt hier, bejeht diesen Timotheus hier und er sitzt dort, hier ist eine Gottes Person, wo du ein Gottes Fundament hast, wo du jetzt abzubühen. Aber wer hat du, was bist du sein? Wir fangen, dass seine Mama wie eine gläubige Frau. Du wirst nicht früh, wo du hast, ein Gründgelag an diesem Mann. Und Paulus sagt dort. Und wie sollen dort die Menschen dort haben, die reden Gott von ihm. Die sagen dort, wo du bern wird an diesem Timotheus. Wenn wir gucken dann in Kapitel 3, du verstehst, in 2. Timotheus, ich habe das, wenn es den du hast, dich sehen.
So, hier soll wie ich für Paulus der Timotheus begegnen. Er sagt, was er vom Fundament wird. Er sagt, was er wird. Und wenn wir mal hören und verstehen, was er sagt, du sagst, Paulus, du bist mit meiner Lehre, mein Benehmen, mein Streben, mein Glauben, meine Geduld, meine Leib und meine Beständigkeit in den Lieden, die mir teilgesagt wurden, bekannt, und was ich in Antiochien, Ikonien, Lystra, Uthalmus, weißt du, und mit all dem rade Herr mir ut. Hier steht, sagt Paulus, auf einmal drin, Mann, wo du all ein Fundament hast. Sagt er, check mal, was du bist mit dem nicht alle bekannt, aber er sagt nicht, dass hier trainiert wird, ich habe dir das alle erlebt. Paulus weiß dort, von wo er kommt. Das kommt von seiner Mama. Und wenn wir wieder kicken, dann in 14 oder 15, sagt du bist, du aber blieb wie dort, wo du gelehrt hast und die unvertraut hast, willst du weiß, von wem du dort gelehrt hast. Und willst du von Kind an mit der Heiligen Schrift bekannt bist, konnte dir den Weg wiesen, wo du durch den Glauben an Jesus Christus kostseilig worden. Aber warum, wenn wir in dieser Bett fahren, checken, und Paulus wies, drehen nur seine Mama. Er sagt, check mal, du blieb wie dort, wo du gelehrt hast. Aus Heidi, und ich denke, abgemerkt, und wir wachen nicht mit. Du aber blieb wie dort, wo du gelehrt hast, und die unvertraut hast, willst du weiß, von wem du dort gelehrt hast. So, von wem hat er gelehrt? Dann gehen wir bis 3 in den ersten Kapitel, du sagst Vers 5, dann checken wir durch ein bisschen, dann sagen wir, von wem er gelehrt hat. Dann sagt, willst du, ich denke an den wahren Glauben, den erstens all deine Großmutter, Luis, und auch deine Mutter, und nicht gehorden, in denen du Sache auch hast. So Paulus, er wies hier und sagt, komm mal, mit all das, was du bekommst, was ich habe, aber in all dem wies er drei und sagt, komm mal hier, deine Mama und deine Großmama, fangen wir hier, die haben ein Fundament gelegt. Und Paulus fängt diesen Mann und heißt, der du noch bist. Und dort ist so wichtig, da wieder von dir kriegst du dann in unsere Menschheit, dass die Mama merkt, dass ihr wollt den Unterschied in dieser Welt. Und dann können die Menschen, die Lehrer sind, irgendwo und so weiter, die können das fangen, die sind dort. Die Menschen reden Gott von dort, sehr bald. Und dann können die anfangen, den abzubauen. Wir wollen nicht ein Wort an die Kinder alles wollen angehen, wo die wollen abenden. Aber ein Ding können wir uns sicher sein. Wenn wir diese Arbeit wollen tun haben, was diese Mama hier tun hat, diese Großmama, da wird ein Unterschied merken in dieser Welt. Dort geht in der politischen Welt mit Daniel und dort geht in der jährlichen Welt mit Timotheus. Timotheus wird gewollt, ja, guter Lehrer in der Kirche. Und wenn wir den Timotheus bereit durchkicken und sagen, wie immer war, dort Paulus bügt auf dem Fundament. Der hat von eingestellt in der Kirche und dann schrift er an. Das sollst du down, das kostet du down, das sollst du so down. Aber immer war das Fundament, das wird gelegt. Und das ist mein Thema von dir aus. Eine Mama wird einen Unterschied merkt in dieser Welt. Je früher es die Mamas, die können, die wollten einen Unterschied merken in dieser Welt, an dem, wo ihr die Kinder abtragen, an dem, wo ihr die Kinder lehren. So ist uns, nun wir einmal trägen, nur uns Bibeltags, wo wir wollen, das nur alle Frauen taubt zu posten. Nun haben wir hier ein großes Puzzle durch die Heilige. Nun werden wir versuchen, wo können wir das hier anpassen? Wo schafft es, dass ich als Mama diesen Unterschied kann merken? Oder wo sie ich in das Puzzle bin? Und wenn wir kriegen das Psalm 139, 13 oder 17 mal einmal lesen. Nun. Willst du hast mich ganz in Mutterlief geformt? Ich danke dir, dass ich wunderbar gemerkt sie. Deine Wolken sind wunderbar, da weit meine Seele sehr gut. Meine Stolz wird für dich nicht verstärken, als ich in Geheimen gemerkt wird, wo mir kein Öl sein kann. Deine Ölen sagen mir, eier ich geboren wird. Meine Dau, die noch kommen sollen, werden alle in dem Buch geschrieben. Eier, die du werden. Wo wertvoll, oh Gott, sind mir auch deine Gedanken und wo viel sind dort nicht. Aber hier finden wir, wo Gott, die aus Mama, die aus Früh, eier du geboren wirst, dann hat er einen Plan für dich. In dem Plan wird, dass Gott entscheidet, dass du eine Früh sein, dass du eine Mama sein, und dann hat er einen Plan für dich, und dort wird für dich nicht hängen. Nimm ein, dass du arm wirst verherrlichen, dass du arm wirst loben und preisen,
dass die Arme nur fallen, dass die deine Kinder wissen, was es bedeutet, in Jesu Leben zu führen, was es bedeutet, Gott nur zu fallen. Alle Kinder, die Gott dir anvertraut hast, der hat dir anvertraut als Mama, dann den Gott wissen, dann man Unterschied merken in dieser Welt von dir. Gott hat einen Plan für dich. Vielleicht hast du irgendwie eine Mama oder eine Frau, die nicht Kinder hat. Gott hat auch noch einen Plan für dich. Vielleicht auf einen Plan für dich, dass du sein Samwur, wo die Kinder, wo du nicht wollt, die Gauf haben, aber du bist nicht eine Mama, und du bist nicht ein Vater, um dir ein Abhaus zu vielleicht ein Kinder haben oder irgendwo. Und Gott sagt, weißt du was, ich habe dir früh geplant, dass du sollst eine Mama werden, für diese Kinder, du sollst die dann nehmen, dass ich keinen Unterschied mehr in dieser Welt. Aus politisch oder jährlich. Vielleicht hast du dort nicht deine Gauf, wenn du nicht Kinder sind. Vielleicht hast du eine andere Mama, die Kinder hat, wo das so neidig fehlt, dass du eine Mama eine früh bezieht hast und erhalten hat im Wesen hat. Wo mit diesen Kindern anzugehen? Wo diese Kinder eine Pferde wegzubringen? Wo diese Kinder ein jährliches Fundament geben, wo Blut oben gebüht werden kann? So ist mit Daniel und so ist mit Timotheus. Beide haben ein Fundament, wo eine Mama dahinter steht, wo Luther boven gebüht wird, wo Luther ein Unterschied passiert in dieser Welt. Und von dir sind wir in einer Welt, wo es so sehr fehlt, dass du ein Unterschied gemerkt worden wird. Wenn wir in unserem Umgebungsraum kicken, in der Welt kicken, wir sehen so viel Ungerechtigkeit, was da passieren wird. Und wir brauchen mehr und mehr Menschen, die kreiten dort und wohnen sieht, Gott hat dir alle eine Gauf gegeben. Eier, die geboren worden, hat er einen Plan für dich. Für die Kinder, die du hast. Für die Kinder, die an dein Leben wollen ankommen. Damit deine Seelen ein Unterschied merken in dieser Welt. Gott hat einen Plan für dich. Und Gott hat uns dort unvertraut, ob wir dort wollen. Und die Mamas haben eine gewollte Unterschied können merken in der Kinder in der Welt. Und das sind ein paar Dinge, die wir erstmal selbst anerkennen. Dort machen wir es frisch und dort machen die Mama auch down. So sagt am Anfang sein, das geht eigentlich zu Bett, der Futter auch zu den Mamas. Und wenn von der Mama da ist, hat mir Dollar an die Mamas neu gereicht. Und dort ist, wie man es selbst anerkennt, ich mal, Gott, du hast einen Plan für mich. Und der Plan ist, dass ich soll für diese Kinder eine gute Mama sein. Ich soll diese Kinder abtragen, in Unterschied zu merken in dieser Welt. Dort muss ich selbst anerkennen. Dort muss ich selbst verstehen können. Dort muss ich selbst glauben können. Und wenn wir dort erkennen, dann muss wir einen Stopp wieder gehen und sagen, Gott, diese Kinder, die du mir anvertraut hast, hast du eine Gauve gegeben. Und diese Kinder, was die haben sollen, einen Unterschied merken in dieser Welt. Und dann auf einmal mal wir lernen und checken, wo sind diese Gauven und diese Kinder in die Pferde wegbringen. Und wir müssen versuchen, den abzuhalten. Daniel wird von seiner Familie kennengelernt, heimtum herüht. Und er endet in der politischen Welt wieder. Timotheus wird tust, wo wir finden, die Mama, wo der jässlich ist, und er endet auch in der jässlichen Welt. Gott hat verrennt allem im Plan. Und ich weiß nicht, wo deine Kinder wollen anpassen. Und ich weiß von dir noch nicht, wo andere Kinder wollen alle anpassen. Aber ein Ding weiß ich. Da wir wollen versuchen, die abzutragen, ein Fundament zu bauen, wo immer Gott dir wird handstellen, dass du wollen einen Unterschied mehr. Und ich hoffe, dass es auch dient. Und wenn wir dort auf einmal sehen, dass Gott für die Kinder ein Plonhaft, dass Gott will einen Unterschied merken mit deinen Kindern in dieser Welt, dann merkt er einen Unterschied, auf einmal, wo wir mit dem Wort umgehen. Dann merkt er auf einmal einen Unterschied, wo wir dich abtreten wollen. Dann merkt er auf einmal einen Unterschied, wo wir dich lehren wollen. Wenn du was sehr wertvolles hast, dort beschützt du, dort bewahrst du und du bist du besorgt, Eva. Deine Kinder sind gewaltig wertvoll. Und wir sollen besorgt sein, Eva. Wir sollen dich beschützen, wir sollen dich bewahren für alle Eierreichtigkeit, was dran ist. Und wir sollen deine jässlichen Porten abhauen. Nicht die Weich hauen, bis von allem, was du bieten ist. Willst du ein Tag wollen du sein? Dann wollen wir das sein. Wir müssen dir lernen, dass das ist Arreich und das ist Reich. Dort, wenn ich groß sind, dort, die wollen kennen, dort, Entscheidungen machen. Dort, nicht bloß ein Tag fertig ist, boom, dann hast du die Eierreichtigkeit fertig und weiß nicht, wo das wirklich ist. Wir müssen dir erklären, wir müssen dir das lernen und wir müssen dir das mehr verstehen können, was das bedeutet. Und Gott hat den Plan, dass er dich in diese Welt anbringt. Du wirst ein von den Mamas, was das soll tun. Vielleicht fehlt dir Hoffnung. Guter Gott,
als Jesua den Auftrag krieg, das Volk Israel ein Land Kanaan zu leiten, Moses wird wach. Und dann sagt Gott, ich denke, Tom, was mir immer wird voll ist. Ich will mit dir sein, wenn du mir was gehorsam sein, wo ich mit dir sein soll, was ich mit deiner Moses wird. Und wieder jetzt in auch den Farschen wieder sagt, und wenn du was, meine Gesetze nur folgen, dann wirst du Erfolg haben. Mit was immer du anfängst, wirst du glücklich zu einbringen. Mames, das ist dasselbe für jüngt. Und Jesus, als er ganz am Ende von seinem Leben wird, hat er so eine Überzeugung über seine Familie, dass heute der Fall Israel sieht, die kann von dir entscheiden, was die will. Aber auch in meinem Haus, wir wollen gerade nur folgen. Von dir kann wieder dasselbe denken, und wir können die Welt sein, was die kann entscheiden, was die will. Aber auch in meinem Haus, wie will Gott nur folgen? Wie will Gott gehorsam sein? Wie will ein Unterschied merken in dieser Welt? Wie will anders sein als alle anderen? Wie will die verherrlichen? Du sollst Nummer eins sein. Was immer passieren, dass du sollst die ihr kriegen und dort sollen die gewesen werden. In Epheser Kapitel 3, Vers 16, da steht, und ich bete für jünt, dort heu, du noch sein Reck und Herrlichkeit aus, jün Kraft schenken mach, durch sein Geist, innerlich stark zu sein. Frühes, das soll dir für jünt. Das ist ein ganz großen, ganzen zu oben geschrieben. Aber auch ganz gleich für dich als früh. Oder für dich als Mann. Wo Paulus das gebet, beten hat. Du noch sein Reck und Herrlich aus, und jün Kraft schenken mach, durch sein Geist, innerlich stark zu sein. Das ist mein Gebet für jünt von dir. Dass Gott du noch sein Reck und Herrlichkeit und Kraft aus, dass jünt mach, mit den Geist fallen, dass die wollen stark können sein, innerlich. Und jene Kinder erleben einen Unterschied zu merken, und die Kinder wollen einen Unterschied merken in dieser Welt. So, wir haben ein paar Dinge in deinem Kopf. Du bist geplant von Gott, einen Unterschied zu merken in dieser Welt. Du bist geplant von Gott, einen Unterschied zu merken, an deine Kinder erleben. Du bist geplant von Gott, einen Unterschied zu merken, deine Kinder abzutragen, und die wollen einen Unterschied merken in dieser Welt. Das ist geplant von Gott. Die wollen das so. Die Kinder, die in deinem Leben sind, das ist nicht, dass du dir sind bei Accident heimkommen. Dort ist Gott sein Plan. Und du hast eine Abgabe, ein Ärgernis zu merken in dieser Welt. Als Mama. Und wenn wir die mit abrechtig sind, die waren vielleicht nicht in der Bibel oder nicht hineingeschrieben worden, aber auch immer, aber die Umgebung wird das sein. Die Menschen von Timotheus, die sehen, die wird Gott von ihm geredet. Die sahen dort. Und dort wird gerade so passieren mit uns. Und dann, wenn dort eine jässliche Welt ist, dort wird nicht lang dir, dann wollen die Lehrer dort sein, die Mann oder die Tochter, die haben eine Gouven, die können wir hier wunderbar brauchen. Oder die andere Seite wird das Bild sein, dass diese Junge, diese Frau, haben eine gewollte Gouven, um hier brauchen, und die wollen ankommen wollen, die den Namen stellen. Aber alles muss hier anfangen. Und dann wird ein Abgebiet. Und wir haben die Gouven dazu. Und wir haben den Auftrag von Gott, diese Dinge zu tun. So, Mamas, und die Frauen, dass Gott, was sollen all diese Kinder in meinem Leben? Dann denkt er an Gott, was soll das wie dein Plan? Diese Kinder, die sollen in deinem Leben sein, die man unterscheiden merken in dieser Welt. Und dann nimm dort die Geschenk um von Gott, dann umvertraue dort du noch, was Gott und Herrlichkeit und Kraft erst, dass er in dein Leben will, dann kommt mit deinem Helden Jesus und er will dich mit dieser Kraft beschenken. Dass du dort auch was kann tun und dass du was kann fähig sein, dort zu tun. Gott gibt dir nicht mehr, als was du verdrehen kannst. Also Mamas, versiegt einen Unterschied zu merken in dieser Welt. Und die Welt wird sich verändern. Und die Welt, wo wir von dir oben sind, fehlt eine Ernährung. Wir haben uns auch heute nicht im Gebet. Leben wir schon vor, wir kommen vor dir und wir danken dir an diesem Morgen. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Du versprachst dort an dem Wort wahr und wahr. Wenn wir die wollen nur folgen, die wollen gehorsam sein, du wirst mit uns sein. Du wirst uns niemals verloren. Und du wirst uns Kraft geben zu jeder Ding, was du was haben, was wir sollen tun und was wir sollen fertig weich bringen. Vor ich bete von dir ganz besonders für diese Mamas hier. Und der wird doch Luther wollen Mamas sein. Dort ihr muss mit deiner wunderbaren Kraft, mit deinen Helden, die muss fallen. Dort wenn die Kinder wollen sein, dass sie wollen Kraft haben, dass sie wollen Verständnis haben. Und dass sie wollen die Kinder verstehen können, für den Plan, den du hast für ihn.
Vielleicht haben wir in Gedanken, was die sollen sein, aber die hast einen anderen Plan. Dass wir diesen Plan wollen verstehen und wieder wollen annehmen und wieder wollen sein, was der ist. Vor ich bete von dir, dass du diesem Mann musst Weisheit und Verständnis geben, um ihre Kinder abzutragen und den Unterscheid zu sein, was der fehlt dir, und dass die wollen keinen Unterscheid merken in dieser Welt. Diese Welt fehlt von der ungeistlichen Lehre, eine politische Welt und eine geistliche Welt. Wir sollen nicht alle wehen, dass wir kommen Karte an, Vater. Und Vater, ich bete von dir, dass jeder einer, der diese Botschaft hört, und jeder einer, der dein Wort hören darf, dass er das Wort sein und Wort verstehen kann. Und dass die wollen von dir und wieder wollen Entscheidung merken, dass sie wollen einen Unterscheid merken in dieser Welt. Persönlich, in der ich ihre Kinder, in der ich ihre Großkinder, wo immer das Wort handreden. Und dass dort ein Unterscheid sein. Vorher ich bete, du musst ihnen Kraft und Weisheit und Verständnis geben, was immer er brauchen wird und was immer von den Umständen und wo immer sie sind. Vielmal denken wir so nach, an den Umständen, wo wir von der Band sind, ist das allmählich. Aber an den Umständen, wo Daniel band, wir den Tag an der Welt ist, wo er leben wird, da wird eine treue Welt an. Dass Gott sieht, ob einmal mit dem Feldweg mal strufen und auf wahrnehmen. Trotzdem, dass sie diese Familie, die ihr wählt, diesen Daniel, dass er soll und ihr wollt den Unterschied merken in Heidheit. Du hast nur, dass ihr wollt die Dinge tun und Menschen haben ihr sein, wo allmächtig du bist. Vor der Hauptdruck von der, wenn die Mama sagt, die Vater vielleicht wollen sein, dass er sich sehr schafft in dieser Welt von der nicht, wo das ist. Dass sie danach waren, wollen die Kirchen und sagen, Vater, du hast uns sie geschenkt und du hast eine Kraft getötet, um das vollenden und das vor dich merken, Vater. Vater, ich bete, dass die haben sehnen, dass die haben nur uns sein. Und dass sie deine Kraft und deine Allmacht möchten spüren können. In Jesu Namen. Amen.